Was sind das für komische Ärzte? Und hallo Florian. Seid mir nicht gram, wenn ich nicht immer alles mitkriege, weil ihr wisst ja, das Spiel, da muss man die Konzentration drauf haben, nicht auf dem Chat. Das kann ich immer nur Nee, machen, wenn jetzt wir hätte ich mir gerade schon drauf aus. eine kurze Ruhephase haben, aber da ich ja der Looter King bin, habe ich die nicht. Bist aber selber schuld, Fussel. Man muss sich Nein. auch mal Ruhe. Doch, man muss sich mal Ruhe gönnen. Nein, da habe ich keine Zeit für. Jules, weißt du, Fussel hat halt nicht mehr so viel Lebenszeit auf diesem Planeten, Ach deswegen. so, ja. Jetzt, wo du sagst. Müsst doch mal ein bisschen Rücksicht auf das Alter nehmen. Weißt du, 3, 4 Jahre, wo er noch hat. Höchstens. Ja, ich meine, du bist ja schon mindestens, wenn nicht noch älter. Ja, hinzu kommt ja auch noch mein Lebensstil, weißt du? Drogen, Nutten. Ja, das ist dann immer Alkohol, am schwierig, ich Wochenende meine. ja auch Alkohol. Liebe Grüße gehen raus an Jan. Das ist mir wirklich peinlich, muss ich dazu sagen. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem getrunken habe und der danach im Krankenhaus war. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Warst du schuld? Ich befürchte ja. Ja gut, man kann sich aber auch anstellen, ne? Ich hätte ihm den Alkohol wegnehmen müssen. Oh, was haben wir da noch? Zinnerz. Nehmen wir mit. Ihr kennt Herr das. Luder King. Das Schlimme ist, ich konnte mich noch mit den Eltern gut unterhalten und ich habe mehr getrunken als er. Was sagt das über mich aus? Ist halt immer der Klassiker, ne? Naja, was sagt das über ihn aus? Na gut, dass er noch nicht trinkerfahren war. Aber was sagt das über mich aus? Du sollst doch nicht immer mit 13-Jährigen zum Trinken gehen. So alt war der doch gar nicht. Nein, Scherz. Hey, guck mal, dreh dich mal rum, Fussel. Hallo? Wo? Was? Wer? Wo? Wo? Ach, das Eisen, Geh doch du mal bist ja weg der da. Luder King. Das ist wieder typisch, weißt du? Ich loote, mache hier ganze Infrastrukturen und Herr Jules tot, aber schon mal eine fette Rüstung, weißt du? Wahrscheinlich schon Diamant. Nee, so reich bin ich noch nicht. Wenn wir Das hier sind wir auch, fertig glaube sind, ne, haben wir wieder Ressourcen, aber da können wir die nächsten 10 Jahre mit auskommen. Ich hoffe, ihr schafft das auch, das alles rüberzuschleppen ins Haus. Was macht eigentlich hier unser Nikolas? Das weiß er selber nicht, glaube ich. Sucht Ach, er immer ich noch weiß, was das ich hier mache. Haus? Nee, nee. Genau, ich nenne ihn jetzt Nikolas. Das hört sich auch schlecht an. Er ist doch der Nils Kevin. Du weißt, Irgendwie was so, ist. ja. Vorsicht, kommt ein Creeper geflogen. Setzt sich nieder auf mein Schoß. Your finger strangely as you handle the crystal. What does that mean? Maybe. Sehe ich auch so. Ich habe hier ganz viele Kristalle gesammelt. Das sind noch mehr überall. Hi. Ich würde. Alter, da ist doch eh schon ein tiefes Loch. Was für Höhe haben wir denn da? 21. Ich grab mich jetzt da einfach noch ein Stückchen runter. Was hältst du davon? Oh, ich habe auch Nederquarz gefunden. Fussel? Ja. Sag mal, warst du nicht gerade da hinten? Nö, ich grab mich gerade runter. Ach so. In dem Loch, wo du gerade das Eisen gefunden hast. Weil hier ein Skelett ist. Oh, ich habe Lapis gefunden. Jetzt sind wir bald reich, Fussel. Scheiß auf Niklas. Den verkaufen wir einfach. Wir brennen einfach durch. Eben. Holzschwert kann weg. Ich könnte ja mal nach Holzspitzhacke oben und kann mir eine weg. neue Spitzhacke machen, ne? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Doch. Ich glaube aber an dich, dass du das schaffen Ganz kannst. fest. Haha, daneben geschossen, du volle Arsch. Was denn ein Volliarsch? Ein Vollarsch. Du weißt auch, manchmal brauche ich eine Sekunde, um noch einen Satz zu überlegen. So. Wo ist hier die Spinne? Spinne, Spinne, Spinne. So, was für Tiefe haben wir? Acht, ich bin schon viel zu tief. Warum sagst du nicht, Kussel? Du bist gleich am Netherstein, denk dran.
12 war doch immer gute Dierhöhe, habe ich gedacht, oder? Ja, also irgendwie grob in dem Dreh, ne? So. Was haben wir hier? Slate. Bernstein. Nehmen wir jetzt die ganzen neuen Erze, nehme ich mal erstmal nicht mit, glaube ich, oder? Ja, wobei, wir nehmen sie mit. Zinnober. Nicht, dass wir dann am Ende. Nicht, dass wir am Ende dann wieder suchen müssen. Oh Mann, oh Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ein bisschen viel Material. Kann das sein? Kommst du darauf? Ach, weil eine Kiste ist schon voll. Muss ich mich doch bis zur nächsten Aufnahme ums Lagersystem kümmern. Ich hab's dir gesagt. Ich will ein Lagersystem, weil ich weiß, dass wir das brauchen. Was ist denn, wo ist denn die Spinne hier? Oh, da ist auch was zu. Man weiß das ja nicht. So, gerade mal auf den Chat geguckt, da reagiert gerade keiner, dann kann ich ja wieder arbeiten, wa? Ah, ich hab Dias. Was ist denn da oben an der Metalltür? Der Dorfbewohner. Ach so. Alter, ich hab Dias gefunden. Was du nur mit deinen Dias hast? Also wenn die Kamera einen Dias gefunden hätte, dann wäre ja okay, aber so. Über 8 Stück, ey, das kann man so schlecht, ey. Scheiß Lecks. Boah, das ist mies mit den Lecks. Was ja, teilweise, ne? Hast du wieder bei Nitrado den Server bestellt, oder was? Nein. Bist du sicher? Nein. Das wäre doch sowas von Nitrado hier. Bitte was? Wir gehen nochmal im Brustpanzer. Richtig. Mhm. Ja, also... Das Gameplay ist nicht so meins, ich gehe da mal wieder. Schönen Abend noch. Ja, Florian, tut mir leid. Das ist, da muss man durch. Das ist, aber morgen haben wir Two Point Hospital am Stream. Also laut Plan. Ne? Dann würde ich mich freuen, dich wiederzusehen. Und das ist halt Minecraft. Das ist nicht für jedermann, aber ach ja, man kennt das ja. Was ist da gerade auf der Karte passiert? Was brauchst du, Niklas? Nee. Du fragst dich immer noch, wie ein Brustpanzer geht, ne? Nein, ich hab schon. Jetzt ist er wieder angepisst, verstehst du? Ich weiß doch auch nicht, was mit der Mäume ist. Wir kümmern uns, wir machen, wir tun, weißt du, aber nö, nur am Nö. Eigentlich, das nächste Mal schließen wir ihn einfach aus. Ja, aber ehrlich, du. Besser ist vielleicht. So. Dann brauchen wir. Oh, Gravel. Wenn ich was hasse, ist es Gravel. Was? Gravel? Gravel. Gravel. Ja, dann baue ich jetzt darüber. Das ist auch Gravel. So, mittlerweile müssen wir wieder. Ja, sehr schön. Habe ich eigentlich auch irgendwelche Fortschritte? Wird das immer nicht so mit? Bestimmt. Du bist ja Looter King, Fussel. Das heißt nichts. Wo bin ich jetzt Holz hin? Du kleiner fetter Creeper. Erze. Essen. Holz. Holz. Los, verbrennt da unten. Hallo Fussel. Fussel. Da ist übrigens noch ein Creeper. Habe ich einen Bogen? Hey! Er kommt! Hast du ihn? Jo. Ich wollte da hinten noch ein bisschen ausleuchten, weißt du, dass hier nicht so viel. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Hast du Fackeln noch? Ja, 6 Stück habe ich noch. Na gut, ich habe 38. Aua! Ich rette dich, Fussel! Die fallen immer von Himmel, die Kackdinger! So, dann probieren wir es nochmal. Also. Da oben geht's weiter, scheinbar. Moment.
Willst du mir mal einen Rücken frei? Warte. Jetzt. Ja, hier ist eine Spinne. Ich muss da mal mein Zeug mal einschmelzen langsam. Ich habe jetzt so viel Erze zum Einschmelzen. Das ist nicht normal. Ach. Einfach machen. Da ist noch ein Sack viel Kohle. Ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Sachen soll hier. Ja, ich weiß, ich habe die ganze Zeit falsch gemacht. Wo bist du überhaupt, Niklas? Zu Hause. Willst du mit uns nichts mehr spielen oder was? Ich habe euch ja dreimal gefragt, wo euer Höhleneingang ist. Ich habe bisher immer noch keine Antwort. Ja, was sollen wir denn sagen? Links, rechts, geradeaus? Du hättest ja mal mitkommen können, aber nö. Nee, jetzt ist es zu spät. Aber siehst du, Jules, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, genau so wird es ablaufen. Und irgendwann streifen wir durch die Gegend und dann siehst du irgendwo so einen riesen Häuserschlucht, die er da hingeballert hat, weißt du? Wahrscheinlich. Ja, ihr wolltet ja nicht mit mir spielen. Ich habe mal eben hier neue Freunde gefunden. So geht das doch. Ja, der Server ist ja für 6 Leute. Ja. Einmal muss man einen Schluck trinken versuchen. Ja, mach du mal. So, dann können wir ja eigentlich zum Schmelzen übergehen, oder? Also ich habe jetzt 10-mal Blei, 7-mal Zinn, 32-mal Eisen, 7-mal Gold, 8 Dias. Ja, wir müssen ja nur die Treppe hoch. Ja. Und Kohle soll ich noch mitnehmen, weil da war irgendwo... Ja, nimm mit Kohle. Alles, was wir brauchen. Kohle. Irgendwo habe ich gerade noch Kohle gesehen. Oder hast du die abgebaut? Ich habe auch was abgebaut, aber da fragst du genau den richtigen. Ich nehme doch einfach nur, weißt du, ich reiße einfach nur ab. Ja, da ist aber nochmal. Hast du noch genug Essen? Ja, ich habe Kirschen zurzeit. Ist nicht so geil, aber... Ja, ich sage, ist ja nicht sehr nahrhaft, aber... Ich habe nur 5 Herzen. Ich bin zur Hälfte nur geherzt. Und da oben ist ein Skelett, alles klar. Ich gehe mal zur Base hoch, ne? Ja. Ich habe nur die Kohle noch mitgenommen, gehe ich auch mit. Wir machen, glaube ich, noch einen Ofen, Fussler. Ja, komm, Öfen, wir haben kann man nie 2, weil wir müssen nicht unbedingt hier alles machen, finde ich. Also. Achso, ja, klar. Stimmt. Hast du eigentlich recht. Weste, wa? Ich finde das Geräusch so witzig, wenn der da hochhüpft. So, dann schmelzen wir hier. Was brauchen wir denn? Kupfer? Wo hast du nur Eisen rein? Hast du schon irgendwo? Nö, Eisen geht in den zweiten, ja. Wenn ich mal Platz finde. Ach, das eine ist Zinn, das andere ist Silber. Oha. Mhm. So, da ist Eisen. Da ist Zinnbar, ne? Zinn, Blei, Zinn, 20. Ich frage mich, was habe ich denn hier schon wieder? Wo kommt denn diese Holzspitzhacke her? Die habe ich dir, glaube ich, gerade zugeworfen. Warum? Weil ich sie ja aussortiert habe. Verrottetes Fleisch. Weg damit. So, gleich bin ich wieder voll. Super. Nach 12.000 Kirschen endlich wieder gesund. Hast du noch was? Dann habe ich hier nochmal 2 Hähnchen für dich. Nee, danke, behalt du mal. Ich bin. Nee, ich hab noch 5 Fleisch. Alles ja, hier, gut. Nimm mal. Komm, ich hab auch noch ein bisschen was. Alles gut. Nimm du. Leg du auf. Ich will dein altes Huhn nicht haben. Leuchtpilz. Brauchen wir Zombie-Gehirn? Wissen wir da schon irgendwas drüber? Wüsste ich jetzt aktuell noch nichts. Na gut, auf der anderen Seite, das sind ja alles Sachen, die werden wir bekommen, ne? Ja, also Zombie-Hirn ist jetzt das wenigste Problem, denke ich. Dass ich Blue Sprout und so, das schmeiße ich mal weg. Ja, das ist auch irgendwas zu naschen, aber nichts Sinnvolles, glaube ich. Cave Rot. Weg damit. Spinnenauge behalten wir.
Marble. Wie kann das denn sein, dass wir drei verschiedene Marble-Arten haben? Gibt's das? Ja, einmal raw, einmal nicht raw und einmal unraw, glaube ich. Zumindest habe ich das in meiner Kiste rumliegen. Oh, guck mal, der hat schon seine eigene Kiste. Siehst du, so geht das los. Ja, so geht's los, aber nein. Mach dir nichts draus. Naja, was willst du machen? Also, ziehen wir unseren eigenen Scheiß durch, Fussel. Das ist traurig. Das findest du? Macht mich wirklich traurig. Ich hab leider keine Rose für dich, Fussel. Ich habe aber 6 Federn, woher auch immer. Eisen. White Sprout. Na ja, gut, gehen wir nochmal runter. Ich mache mir jetzt noch eine Eisenspitzhacke. So. Ist denn da unten noch was? Also ich meine, da ist noch eine Menge. Die Frage ist, ob wir vielleicht schon mal ein paar Sachen rüber transportieren. Das wäre vielleicht die Idee, alles, was wir vielleicht stacken können und so weiter. Ich würde mal hier die Kristalle zum Beispiel nehme ich mal mit. Bernstein. Ich habe hier also Eisen habe ich schon mal. Das könnte ich stacken. Was ist das? Zinn habe ich auch schon mal. Als fertig oder als? Als roh? Fertig, ja. Okay, was machen wir mit dem Rohzeug? Was haben wir da noch? Silbererz? 10 Obererz? Das können wir erstmal da lassen. Und schmelzen wir hier einfach ein bisschen, wa? Genau. Das kannst du ja nebenbei laufen lassen. Ich warte jetzt noch, bis das Eisen fertig ist. Das dauert noch ein paar Stunden. Okay, wo ist denn der Ausgang, Fussel, überhaupt? Hinter den Dingern, da kommst du durch. Hinter dem hinter den Kisten, Öfen und so weiter. Ach ja, okay. Da. Dann machen wir da jetzt auch gleich mal, pass auf. Seht ihr eigentlich meinen Marker auf der Map? Bestimmt. Ja. Okay. Wahrscheinlich ist ja auch das Haus auf der Map. Ja, es geht mir aber gerade eher nur um den Marker. Kannst du ja schon mal vorfussen, wenn du Lust hast. Ja, ich guck gerade mal auf die Map. Erst redet er wie Planet Zoo Menschen, jetzt redet er wieder wie ein Creeper, der kann sich auch nicht entscheiden mit seinem Dialekt. Das war jetzt aber Zombie. Oder ja, Zombie. Meine ich ja. Warum habe ich eigentlich 3 Werkbänke? Naja, haben und nicht haben, ne? Weil du übertreibst. Das könnte sein. Warum höre ich einen Hund aus der Nachbarschaft? Weil der Hund aus der Nachbarschaft wahrscheinlich ein Wolf ist. Miau. Ah ja. So, wie machen wir das denn mit den Bienen? Die lassen wir erstmal im Leben. Sehr blöd. Dann habe ich da, was habe ich noch, dass ich noch Eis schmelzen kann. Ja, wenn da irgendjemand noch eine weiße Wolle hätte, wäre das super. Ich hätte ja einen Arsch voll schlimmer Menschen, die hinter uns her sind. Also hinter mir genau. Hallo. Hoi. Oh. Das komm, anstrengendste an scheiß Minecraft. Was ist das denn da? Was Provisorisches. Es fehlt eigentlich nur noch der Jules und ein Bett, ne? Ja, ja, das Bett kann ich mir unterwegs vielleicht holen. Ich warte nur. Ne, ich habe keine Wolle. Ich habe aber ein Bett. Weil das habe ich doch vom Village abgebaut. Der Arme. Mein Gott, alles klaut er den, ne? Ja. Oh, halt. Der war doch eh da gestanden, kann ich doch nichts dafür. Wenn wir ins Dorf kommen, dann kriegen wir erstmal aufs Maul, weißt du? Aber ehrlich. Tja, euer Problem, nicht meins, oder? Ja, wir werden denen aber schon mitteilen, dass du das bist. Dass du dem das Bett geklaut hast. Warum hab ich ein verzaubertes Buch von dir bekommen? Von mir? Oh nee, von mir. Warum ist das von mir? Ja, das habe ich, weißt du, das wollte ich dir immer schon schenken, damit du auch mal was lesen kannst. Strange Dreams. Strange Dreams.
Was Rang ist schon mal nebenbei nehme ich noch ein wenig Fleisch mit, ne? I had a strange dream the last night. In the dream, I looked trees of two strands. Okay. Das ist ja wegen verwirrend, was du da vorliest, finde ich. Ich weiß. Ist ja auch ein Traum. Ist ja mein Traum. I have a dream. Come to me. Schon wieder. Wobei, du hättest ja hier schon mal ein bisschen Steinboden einbauen können, weißt du? Ja, echt wahr. Steinboden. Ja. Oder Baguetteboden. Baguetteböden? No, da muss ein Brot backen. Baguetteboden. Ich kann aber auch Steinböden machen, das ist. Ja, weil Stein haben wir, weißt du? Stein haben wir halt da genug, ne? Also. Den kannst du ja nochmal komplett backen, Niklas. Das ist jetzt aber eine Aufgabe für dich. Au. Du backst jetzt den kompletten Stein, dann schaut er wieder schön aus. Naja, kommt auch Texture Pack drauf an, ne? Na, bei mir schaut er schön aus. Nachdem ich Vanille spiele? Hm. Richtige Vanille? Ja, natürlich. Da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ja, ich brauche ja noch einen Shader. Aber... Wen? Shader alles auf, ist überbewertet. Nachdem mir alles auf letzte Rille passieren hier muss. Hallo, du hattest ja immerhin 5 Minuten Zeit, ja? Also, kannst dich auch mal ein bisschen bemühen. Entschuldigung. Aber ist wieder typisch, ne? Da muss wieder die gebratene Gans in den Mund fliegen. Ja, natürlich. Ich meine, ist ja immer ein Schulzeitprojekt, das sollte er schon mal. Hätte besser vorbereitet sein können, da bin ich bei dir. Naja. So. Ah ja, okay. Bauen wir unterm Bett, ne? Wenn ich die richtige Taste finde. Ich habe leider nicht so viel Stein gerade auf Tash. Da ist nicht schlimm. Ich habe auch noch 12. Scheiße. Ja, ja. So. Geht ja auch nur darum, dass er sich so ein bisschen von diesem Assi-Look abhebt, weißt du? Weil wer schläft schon. Ich bin doch Assis, habe ich gedacht. Wer schläft schon gerne auf Gras, ne? Also rauchen. Lieber auf kalten Boden, ne? Richtig, lieber auf schönem Stein. Du hast ja eine Reihe zu viel gebaut, quasi. Ja, wir könnten hinten auch noch einen gebrauchen. Ah ja. Ich weiß aber auch nicht, warum du das Loch direkt an der Tür gestartet hast, aber gut. Ja, weil da vorhin noch eine Wand war und wie gesagt, alles übergangsmäßig. Ich meine, wenn es das Schulz dann nicht mal schafft, unser Lagersystem auf Vordermann zu bringen, dann. Ne? Ja, na. Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Weiß ich nicht. Guck mal, Papa. Was hast du gelesen? Schlimm. Das weiß ich auch nicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Jetzt steckt der fest, die Sau. Wer? Oh, Mann. Ekelhaft. Baum. Ist schon wieder grün draußen? Nee, wir haben 3.56 Uhr, oder? Daytime. Ja, bei mir ist irgendwie Tag. Ganz komisch. Hm. Aber wir haben einen Kirschbaum. Das Loch ist echt bescheuert ein bisschen, ne? Mein Zuckerrohr ist gewachsen, die Weizenkörner sind auch da. Cool. Sehr schön. Da unten tun wir die fertigen Erze in Eier, haben wir gesagt, ne? Weiß ich nicht, gibt's da schon ein Lagersystem? Ja, ist in Arbeit. Denn das Ziel ist ja eine Kiste und alles rein, ne? Ja. Also Fenster können wir uns vielleicht auch mal einbauen. Das schaut ja grauenvoll aus. Jetzt, weißt du, bist den ganzen Tag unterwegs, ne? Machst nichts in der, ne? Aber mal abwarten hier. Mein Hat er gerade zu mir gesagt, ich mach nichts? Ja. Ich fange schon mal an, wegen Sand zu sammeln. Ist okay. Ein bisschen ja, Sand? Ja, für Glas. Sehr gut. 3 Paletten Glas, wo ich schon im Keller habe. Die. Ja, nee, gehöre ich Sand sammeln. Ist okay. Dann machst du wenigstens was. Hm. Ich
glaube, ich dünste gerade irgendwas Giftiges aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe eins von diesen Sprouts gegessen. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Müsst dann schon merken. Eben. Wo ist denn die Scheißquelle? Also ich bin ja gar nicht mehr dran gewöhnt. Ich hätte ja eigentlich nur nach rechts gucken müssen, dann sehe ich ja, was der Niklas Gaming so macht. Wie er da priestermäßig in seinem Stuhl sitzt. Natürlich Gaming-Stuhl, so wie sich das gehört. Übrigens, ne? Was denn? Nur sagen. Hast du gerade Mittelfinger gezeigt oder was? Tee schmeckt super. Was ist denn das für eine Geschmacksrichtung? Winterapfel mit Zimt. Bitte was? Winterapfel. Mhm. Winterapfel. Hier ist viel Wald und Biene. Also Bienen gibt es hier relativ viele scheinbar, ne? Ja, für jedes Biom. Aber die Frage wäre jetzt... Ich bin abgestürzt. Können wir die nicht irgendwie zu Honig zwingen? Also zur Honigproduktion anregen? Das wäre auf jeden Fall eine Option und ich habe da eigentlich auch schon eine Idee. Wir nehmen Niklas, werfen den mit dem Gesicht da rein und während die den dann auffressen... Genau, so ungefähr. Sehr gute Idee. Und Schmetterling! Warum stirbt denn nicht der Schmetterling? Jetzt macht er den Schmetterling kaputt, der Arme. Ich hab gedacht, vielleicht droppt er was, aber der droppt tatsächlich nichts. Warum ist da eigentlich ein Loch unter unserem Haus? I don't know. You don't know. Wenn du mich nochmal schubst, ne? Auf damit. So, wir haben doch noch endlos viel Bruchstein, ne? Endlos viel weiß ich jetzt nicht. Aber definitiv genug. Für ein paar Steintreppen. Ja, da brauchst du vielleicht keine Steintreppen runter machen, ne? Aber sicher, weil es dann schneller geht. Junge. Ja, das bleibt da aber nicht so, Junge. Es ist nur übergangsmäßig. Bis du mal dein Lagersystem in den Griff kriegst. Also. Wir stellen da die Kiste hin. Ei. Ja, das ist. So. Machen wir aus dem Glas Glasscheiben oder normalen Glas? Da ist der Zombie wieder. Jetzt habe ich noch keinen Glasblock gesetzt. Jetzt kannst du dich nur entscheiden, Herr Hasi. Ja, nee, das ist ja... Du bist der Bauherr gerade von dem Gebäude. Ich halte mich da schön raus. Ich habe dir doch den Auftrag gegeben, ein Haus zu bauen. Was ist denn das überhaupt? Das ist doch voll ausgrenzend, ist das. Was steht denn da? Nee, das müssen wir anders da machen. Das müssen wir wenn dann schon so machen. Also, finde ich. Okay, dann machen wir es eben so. Darf ich in die Mitte? Natürlich. Die Frage ist immer nur, wer schläft außen. Ich schlafe an der Wandseite. Oh ja, dann kannst du nicht wegrennen, dann bist du der empfängt. Also ist jetzt zwei Scheiben. Was wollt ihr, Glasscheiben oder Glasblöcke? Mach mal ruhig. Nee, demokratisch. Ich kann danach ja immer noch entscheiden, was sagst ob der Vorschlag gefällt. Blöcke, oder? Blöcke, alles ja. Klar, der Herr hat gesprochen. Okay. Scheiße. Schellwille, Bienen ruhig, Bienensmoker. Kescher zerstöre Bienenstöcke, um Bienen zu sammeln. Bienenwachs gibt. Ah ja, übrigens, ne, die Decken wird noch eins höher, also nicht wundern deswegen. Bienenkorb. Und aktuell nicht so arg viel Holz. Geladener Stab? Materiekanone? Du bist ja Esel.
Was denn? Oh, ich bin hier nur gerade. Ach so. Was ist das denn hier? Wollt mit dem mal Speicher? Kurz?